sind okay. Analysiere eingehende Signale und suche nach ungewöhnlichen Markierungen. Alles klar, lass es mich wissen. Hallo zum zweiten Teil der Anthem Gameplay Demo. Wie eben noch gesagt, dies hat keinen Anspruch auf Professionalität, es ist nur ein Demonstrationsvideo für einen Freund. Wir befinden uns jetzt vor den Toren des Fort Tarsis im freien Spiel. Das freie Spiel ist eine Art Spielwiese, wo man neue Builds ausprobieren kann. Einfach nur so Loot abfarmen, vielleicht auch diverse Komponenten und Ressourcen. Man kann allerdings auch diverse andere Dinge tun. Das ist jetzt nicht so wichtig, es geht da nicht drauf ein. Wir haben jetzt hier wirklich die volle Bewegungsfreiheit. Es sind bis zu 4 Spieler zugegen. Die sind auf der Karte und hier auch so auf dem Bildschirm markiert. Ein paar einführende Worte zur Bewegung. Neben einem ganz normalen Laufen und Sprinten ist die wichtigste Bewegungsform das Fliegen bzw. auch Schweben. Man sieht jetzt hier unten in der Mitte schön den Überhitzungsbalken. Den sollte man nach Möglichkeit gut im Auge behalten, denn eine Überhitzung braucht relativ lange, bis sie wieder abgekühlt ist. Fliegen ist relativ einfach. Geschwindigkeit kann man anpassen, sowie die Richtung und Höhe. Jeder Javelin hat neben seiner normalen Sprungfähigkeit noch eine weitere. Er kann beispielsweise einen zweiten Sprung machen. Das gibt eine Ausweichoption. Die gibt es beim Kolossus nicht. Das aktiviert dann einfach sein Schild, wie im ersten Video erklärt. So dass man halt aussuchen kann, ob man mit oder ohne kämpft. Das wirkt auf die Bewegung aus. Im Flug selber gibt es auch die Möglichkeit auszuweichen. Und idealerweise fliegt man nicht irgendwo gegen, weil man dann sofort bis auf den Boden fällt. Man kann seine Schubdüsen auch manuell kühlen, indem man beispielsweise, jetzt bitte aufpassen, ins Wasser oder auch nur an den Rand von den an vielerorts vorhandenen Wasserfällen kurz drüber fliegt oder sich, wie man jetzt hier links im Bildschirm sieht, nahe oder im Wasser bewegt, dann geht man als gekühlt und die Überhitzungsanzeige füllt sich weniger schnell. So viel eigentlich zur Bewegung. Wir werden uns jetzt einfach mal bei dem zum Glück schönen Wetter Richtung Norden bewegen und begeben uns auf die Suche nach verschiedenen kleinen sogenannten World Events, diesen Weltereignissen, für die man noch extra Loot bekommt. Ich lege damit einfach mal los. Je weiter man nach Norden fliegt, desto tiefer wird es. Das ist auch wichtig, weil man kann seinen Javelin auch in dem Sinne kühlen, dass man, wie man jetzt hier sieht, wenn man nach unten fliegt, reduziert sich die Hitzeanzeige. So kann man, wenn man kontinuierlich nach vorne sich bewegt, also von hier aus gesehen nach Norden, seine Flugzeuge verlängern, wenn man jetzt nicht auf Wasserfälle trifft, sodass man sich sowieso schon kühlen kann. Ganz oben ist natürlich die Anzeige für den Radar und wir sehen da ein kleines Fragezeichen. Es ist neu, gibt es erst seit einiger Zeit, dass so Fundstücke wie in diesem Falle hier eine alte verlassene Rüstung man zerlegen kann. Und hier sehen wir das Weiße, sind sogenannte Komponenten. Ich klamme sie mal ein. Zack, Ranger-Teile. So, ganz wichtig, je nachdem welchen Javelin man spielt, bekommt man auch nur dafür die entsprechenden Teile. Das hier ist Ember, auch farbkodiert, episches Ember für beispielsweise die Verbrauchsgegenstände oder das Herstellen von Waffen oder anderen Ausrüstungsgegenständen. Findet man nicht automatisch, ist aber eine relativ gute Chance. Dann gibt es an vielen Orten Mineralien oder Pflanzen, die man auch abbauen kann. Und da bekommt man dann entweder chimärische Legierungen, wie hier angezeigt, oder chimärische, ich glaube, Komponenten. Auch alles für das Craft-System vonnöten. Es gibt auch einige andere Collectibles, die ich hatte zum Glück schon vor dem Update. Das ist alles hier mit diesem kleinen Fragezeichen angezeigt wurde, soweit fertiggestellt. Man kann aber auch weiterhin Sachen einsammeln, da gehe ich vielleicht später nochmal drauf ein. Es ist nicht allzu wichtig für die Gameplay-Demo. Was soweit ganz schön ist, es gibt
zahlreiche Wildtiere in verschiedenen Größen, die mal mehr, mal weniger aggressiv sind. Hier hätten wir beispielsweise sogenannte Koroks. Idealerweise nicht provozieren, die können einen problemlos umstoßen. Das ist eine Mischung aus, ja, wie man hier sieht, Nashorn, vielleicht auch einem Insekt, so gepanzert wie die sind, und vielleicht einem Elefanten. Bringen allerdings auch nichts, wenn man sie umbringt. Das ist Munitionsverschwendung. Mache ich prinzipiell nicht. Anderes Getier, wie dieser etwas seltsam benannte Anrisaurus beispielsweise, ist das schon aggressiver. Der ist so gepanzert, dass man ihn nur von hinten richtig treffen kann. Ist auch bewaffnet mit Säurezunge. Nahkampfangriff. Aber mit der Fähigkeit unseres Gewehrs, ihn in Brand zu stecken, können wir eine sogenannte Combo auslösen. Und zwar, es gibt sogenannte Primer. Das sind beispielsweise Brand-, Eis- oder Elektroeffekte. Man kann es auch zerschießen. Und wenn man dann einen Gegner einen solchen Zustand verursacht hat und damit geprimed hat, kann man mit entsprechenden Fähigkeiten oder Ausrüstungswaffen, also Ausrüstungsgegenstände sind ja oftmals Waffen. Ah ja, da hätten wir schon sein World Event. Das soll eigentlich eine kleine Weltkugel darstellen, ist allerdings nicht gut zu erkennen. Ja, wenn man damit einen solchen Detonator-Effekt einen geprimten Gegner erwischt, erzeugt man eine Combo und massiven Schaden. Mal gucken, ob wir das jetzt gut darstellen können. Wenn die Gesetzlosen denken, dass sie dieses Gebiet halten können, werden sie ihr blaues Wunder erleben. Sie haben Geschütze. Solch einen Beschuss halten wir nicht lange durch. Schalte sie aus. Gut. So, jetzt sieht man da oben eine kleine Flammenmarkierung. Es ist geprimed. Ich benutze meine Zielsuchrakete. Zack, Combo. Das wird Ihnen nicht gefallen. Der Ranger benutzt sehr viele Granaten mit verschiedenen Effekten. Ich benutze eine Granate, die meine Ultima-Anzeige beschleunigt. Die durch normalerweise durch Zeit, Kills, generellen Schaden und vor allem durch Kombos auffüllt. Das ist der Balken ganz unten rechts. Das werde ich jetzt auch einfach pro forma einsetzen. Man kann jetzt bis zu 12 Ziele anvisieren. Oder halt nur ein paar und mit den Zielsuchraketen auslöschen. Bei den Gesetzlosen gibt es unter anderem auch Lancer, die dann quasi elitäre Gegner darstellen. Na nun, ist daneben gegangen, aber egal, die Granate kann es auch richten. Ja. Nahkampfangriff mit Elektroeffekt. Fantastische Arbeit. Wie immer. Da ist noch einer. Wir müssen mit einem harten Kampf rechnen. In Elfen soll man ja eigentlich als Gruppen kämpfen, deswegen haben Gegnergruppen die Tendenz, sich zu verteilen. Was natürlich insofern schlecht ist, dass man dann nicht wirklich in Deckung kommt oder wenn man sich in Deckung wähnt, man trotzdem noch von der Seite oder hinten erwischt wird. Und dann das Schild sich halt doch nicht mehr auflädt. Und man auf die Art und Weise natürlich wieder gut als klassische Zerg Rush funktioniert, doch noch niedergerungen wird. Boss der Gesetzlosen am Boden. Das sollte eine Pause für die anderen bedeuten. Wir sollten das Gebiet sichern, bevor wir weitergehen. Vielleicht gerade aufgefallen, die Vögel, die vorbeigeflogen sind. Ups. Ich bin eingefroren? Nee, doch nicht. Kann einen ablenken, ist aber auch nur ein Beweis, wie schön eigentlich doch alles designt ist. Auch interessant, in Anfang gibt es keine Experience Points für Kills an sich, sondern für unsere Heldentaten. Das sind verschiedene Sachen, wie beispielsweise Multikills oder eine gewisse Anzahl mit Kills Ausrüstung oder mit der Waffe, Schwachpunktkills. Und das kann man auch nur begrenzt pro Expedition machen. Das heißt also, dass man auch nur begrenzt Experience Points sammeln kann, sodass man auch nicht unendlich lange rumarbeiten muss. Es gibt auch ein paar andere Gründe, weshalb das keinen Sinn macht. Aber das wäre jetzt zu viel Details für den Anfang. So, ich habe es geschafft, alles niederzuringen. Dafür gibt es dann am Ende des Weltallecks eine Kiste. Hier liegt noch ein bisschen was rum. Rot ist einfach nur Reparatur für die Rüstung, also ein Grundhealth.
Das hier ist natürlich Munition, das kann man sich denken. Zack, Schilde laden sich nur von alleine wieder auf oder durch Effekte. Und diese Sims-artigen Rauten sind Gegenstände, Drops, auch farbmarkiert. Wenn ich das jetzt da einsammle, bekomme ich die Nachricht rechts. Objekt episch eingesammelt. Jetzt machen wir den mal hier auf. In den Kisten sind normalerweise mehrere Stück Ember drin und eine völlig bis zu 4 unterschiedliche Zahlen, 1, 2, 3, 4 Ausrüstungsgegenstände in verschiedenen Seltenheitsstufen. Da ich schon so ein hohes Level habe, droppt nichts mehr tiefer als blau, das ist selten. Bringt mir allerdings gar nichts. Solche Sachen kann man dann problemlos zerlegen und bekommt auch Items für Ressourcen für die fürs Crafting zurück. Die Person, die sich übrigens hier über Funk meldet, ist mein Krypta. Krypta sind Menschen mit einer gewissen Bindung zu... es ist zu viel Hintergrund, aber sie können halt halb technisch, die Technologie das verstärkt, und halb mit mentalen Fähigkeiten in Verbindung bleiben, sich quasi mit einem synchronisieren und können so am Kampfgeschehen mental teilnehmen und operieren quasi ja als Operator und haben so vom Hintergrund der Geschichte her die Lancer aller Klassen verbessert, seitdem es das seit 100 Ingame-Jahren oder so gibt. Auch neu, vorher gab es nicht, diese Markierung mit kleinen Ziel-Crosshairs, Fadenkreuzen. An solchen Stellen tummeln sich dann Gegner und mindestens einer, der auf jeden Fall etwas hinterlässt. Gucken uns das einfach mal pro forma an. Ah ja, das sind wieder Gesetzlose. Es gibt im Grunde drei Fraktionen, die im Anthem als Gegner dienen. Erstmal die Gesetzlosen, die im Grunde erklärt sich das durch den Begriff von alleine, Verstoßene und Kriminelle. Sind quasi was wie Landpiraten, könnte man sagen, die sich mit Gewalt nehmen, was sie brauchen oder wollen, und halt hauptsächlich als Antagonisten dienen. Durch die anderen Fraktionen gehe ich ein, wenn ich sie finden sollte, um das jetzt nicht alles zu schnell zu bringen. Hier sehen wir einen Storm Devil in der Gesetzlosen. Früher war es so, dass sie immer sofort runtergefallen sind, wenn das Schild gebrochen war. Das ist jetzt nicht mehr so ganz der Fall. Es ist ein Update gekommen, wo einige Gegner Schilde verloren haben, die sie vorher hatten, und andere verhalten sich ein bisschen anders. Ah, schon der zweite, der fällt. Na, nicht schlecht. Kombo. So, hier wieder auf dem Radar oben. Man sieht wieder ein Fragezeichen, was zum Einsammeln. Einfach nur ein paar Teile. Muss ich ja läppern mit der Zeit. Es gibt hier noch eine Anzeige für, da ist das Ziel. Und noch diese generelle Anzeige, dass man sich im Areal befindet, wo man halt ein solches Ziel findet. Gleich gerade eben aufgefallen, da stand Elite neben dem Namen. Elite-Gegner sind im Grunde das, was man schon kennt, nur mehr Health, höherer Schaden. Keine anderen Fähigkeiten. Ist einfach nur, dass sie länger durchhalten und man da mehr reinpumpen muss. Ich werde jetzt, weil es interessanter ist, versuchen, mehr Weltereignisse zu finden. Manche sind ganz interessant gemacht, aber meistens geht es natürlich darum, sich in den Kampf zu stürzen und dann entweder eine Gefahr auszumerzen, vielleicht auch was einzusammeln. Ich empfange einen starken Anstieg von Gestalterenergie. Zieh dich mal nach der Quelle. Da hätten wir ein Beispiel. Sei vorsichtig. Ja, Gestalter ist eine Rasse, Gestalterfragmente zu geben, die wohl vor allen anderen hier war und mit ihrer Technologie fähig war, die sogenannte Hymne der Schöpfung, dementsprechend auch der Name Anthem, zu kontrollieren und wirklich aus dem vermeintlichen Nichts Dinge zu erschaffen. Aber das heißt, dass die nach 1, 2, 3 Tagen ihr gesamtes Werk, also diese ganze Welt, unvollendet zurückgelassen haben, allerdings nicht ihre Relikte, ihre andere Technologie und dergleichen, und die
funktioniert halt von alleine. Und das kann halt die ganze Welt unglaublich feindselig machen. Hier sehen wir beispielsweise so ein kleines Relikt, relativ groß, aber muss ja auch erkennbar zum Einsammeln sein. Die müssen wir jetzt hier einsammeln, um dieses Weltevent zu beenden. Wir haben diesen kleinen Radar hier oben, der orientiert sich nicht daran, wo der Gegenstand in dem Sinne ist, sondern wo ich hinschaue. Wenn ich jetzt die Kamera in diese Richtung drehe, weiß ich, ich muss eigentlich in diese Richtung. Das ist nicht unbedingt sehr akkurat, aber man gewöhnt sich dran. Massenweise Gegner angegeben, die sind aber oben auf der Klippe, denke ich mal. Das hier sind das Skorpedoneier und der Name ist Programm. Es sind skorpionartige Wesen, die allerdings eher was von Termiten haben. Wenn gleich was schlüpfen sollte, dann werden wir sie ja sehen. Da hätten wir zum Beispiel schon einen. Kleinste Klasse, der Verdauer, versucht Abstand zu halten und mit Säure auf Entfernung was zu regeln. Hier eine Markierung auf dem Radar, das ist einfach das Portal. Das macht bei den Skorpedonen jetzt zwar nicht so viel Sinn, aber das ist quasi wirklich einfach ein Ort, wo Gegner spawnen. Oder das typischen Selbstmörderklassen. Skorpedonen haben auch eine Nahkämpferklasse und damit sind sie auch eigentlich schon erklärt. Es gibt noch eine Schwammtyrannin, kommt allerdings nur als Boss in einer... konzentriere ich mich jetzt mal auf das Einsammeln der Gegenstände. Die ganzen Relikte. Oder Artefakte. Ich kann es nicht wirklich auseinanderhalten. Und Nummer 6, damit sind wir durch. Das wären dann alle Fragmente. Ich informiere die Arkanisten darüber. Damit sollten wir mit denen fertig sein. Gut gemacht. So, plündern wir. Na, da war schon ein bisschen mehr Ausrüstung drin, aber dafür das Ember nicht so gut. Na egal, wir machen weiter. Das ist eine schöne Stelle. Hier sehen wir beispielsweise einen sogenannten Läufer, denn es gibt in den höheren Gefilden sogenannte Reißströme. Und damit wird das auch schon erklärt. Es kann also keine Flugzeuge geben und aufgrund der, man hat es ja gesehen, klippenartigen Gestaltung der Welt ist es besser, wenn man auf vier Beinen auch eine, der gesamte Teil, der kann wie einem Kran ähnlich heruntergelassen und beladen werden. Diese Läufer gibt es an einigen Stellen in der Welt. Das sind dann die Schnellreisepunkte. Das Schnellreise gab es erst nicht, aber diese Entry-Punkte für den Beginn ins freie Spiel. Oh, wir sehen hier unten ist ein anderer Spieler zugange, aber der will alleine klarkommen, der braucht mich nicht. Ich kann aber mal eben schnell vorbei und mir die Ressourcen holen. Granaten kann man auch etwas zielgerichteter schmeißen, wenn man den Knopf gedrückt hält. Mit ein bisschen Übung ist das nicht wirklich mehr nötig. Komm, zack. Oh, da ist aber noch einer. Guten Tag. Ah, Blau möchte ich eigentlich nicht mehr einsammeln. Nützt mir gar nichts mehr. Und man kann auch nur begrenzt
Ausrüstung bzw. Drops aus einer Runde mitnehmen. Kleine soziale Kommunikationsmöglichkeiten sind auch vor nicht allzu langer Zeit eingebaut worden. Finde ich ganz nett. War ja als soziales Spiel gedacht. Es gibt in dieser Welt, oder wie man hier hinten sieht, vielleicht schon ein paar Mal aufgefallen, diese Gestalterstrukturen. Was genau diese aneinandergereihten Kettenglieder sein sollten, weiß man nicht. Sie klingen verzweifelt. Das Signal kommt. Es gibt auch ein paar wachsam bleiben. Funktionstüchtige. Wir müssen den Freelancer finden. So weit kann er nicht weg sein. Einzelheiten in dieser Welt, die eine Art Schnellreisetunnel bieten können. Also vermutlich mal war das als Transportwege gedacht, aber das ist nur meine Mutmaßung. Ich glaube auch nicht, dass man jemals so nah auf die Gestalterkonstrukte eingewirkt in der Story. Was haben wir denn hier? Gesetzlose wieder, aber wahrscheinlich nur so eine kleine Truppe, die random irgendwo in der Gruppe ist. Hier hat man zum Beispiel ein Pflänzchen. Tschüss. So, Freelancer finden ist unsere Aufgabe. Ich fürchte aber, dann wird sie schon tot sein. Das ist oftmals der Fall. Als Gegner haben wir hier einen Dominion-Soldaten. Das Dominion sind Menschen, die auch von einer sehr alten Freelancer-Gruppe abstammen, aber eher so die totalitäre und sind auch die Hauptantagonisten, die ziemlich viel Mumpitz mit den ganzen Gestalterrelikten treiben und sehr viel Schaden verursachen. Hey, wie ist der Status? Wir kommen zu spät für den Freelancer. Mal sehen, ob ich etwas vom Link bergen kann. Der Link ist so eine Mischung aus USB-Stick und Verbindung zum Gehirn, weil diese viel Ausrüstung, auch diese Javelins werden nicht nur durch Knöpfe gesteuert, sondern auch viel durch neuronale Verbindungen. Jetzt haben wir hier diesen Bereich, in dem ich bleiben muss, damit mein Krypter das auslesen kann. So, was das Dominion gerne macht, ist, statt sich der Technologie an sich hinzugeben, dass sie gefährliche Wildtiere nutzen und einfach irgendwie mit einem Helm versehen und dann für sich selber kämpfen lassen. Das Dominion benutzt nur diese Storm Javelins, die sie auch erfunden haben. Hier hätten wir beispielsweise einen Frostwolfen. Hier gibt es auch Wild. Natürlich als Rush-Einheiten, wie man sieht, gedacht. Und das ist ein Brecher, die gibt es auch wild, aber die abgebildeten Versionen, die hatten früher mal Schilde. Des Dominion sind deutlich gefährlicher, weil sie mit Blitzen oder Eis schießen können. Sehen wir ja. Zack, 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 zack. Ja, und jetzt müssen wir weiter kämpfen, bis derjenige auftaucht, oder dasjenige, welches das jetzt hier im Hintergrund genannte Relikt oder Fragment droppt, erledigt ist. Hier sehen wir, das ist ein legendärer Gegner, das ist die höchste Gegnerklasse. Und da das ein Feuerelementar ist, wirkt der Feuereffekt meiner Waffe nicht. Wolf aber doch, zumindest nicht so lange er ein Schild hat. Ah gut, der Rest flüchtet. So, jetzt sammeln wir das Einzelteil ein und beenden damit das Weltereignis. Wir haben einen Freelancer verloren, aber du hast dessen Auftrag erledigt. Ich gebe im Vorbescheid.
Das lief soweit ganz gut. Ich glaube, wir haben noch Zeit für ein weiteres Event. Einfach nur ein bisschen, ich hoffe jedenfalls, Varianz zu zeigen. Und ein bisschen mehr von der Welt. Dinosaurier auf zwei Beinen. Schmecken angeblich süß, sind aber giftig für Menschen. Tja, so viel Hintergrund muss schon sein. So, und die hier hasse ich. Tessilare. Zack, Elektro, Schock. Trifft es einem im Flug, stürzt man sofort ab. Dementsprechend töte ich so ziemlich alles an Tessilaren, was mir unterkommt. Ah, wunderschön. Das hier ist ein sehr altes Konstrukt der Menschheit, die sogenannte Festung der Dämmerung. Als die Menschheit sich erhob und anfing, Technologie zu nutzen, war das das erste große Bauwerk, was als Festung diente, um gegen die sogenannten Urgoth anzugehen, welche die Menschheit versuchen zu versklaven bzw. auszulöschen. Aha, und hier hat man ein Beispiel für diese Reißströme. Mein Schild geht auch runter, es ist also definitiv gefährlich. Wenn man sonst nichts hat, macht man einfach riesige Rüstungen in Stein geschlagen in den Berg. Die Umgebung ist ein wenig sumpfig. Laut Berichten ist in dieser Gegend das Dominion. Wir sollten das untersuchen. Ja, das tun wir. Dominion-Geschütze, zerstöre sie, schnell. Wir dürfen nicht zulassen, dass ihre Truppen hier an Stärke gewinnen. Fritz. Hält was aus. Eins retten wir. Da sind noch mehr. Weiter. Verstanden. Aber normalerweise hat jeder Gegner einen Schwachpunkt. Ungünstigerweise bei den Geschützen ist das die Munitionskapazität dahinter. Naja, sie mögen mich nicht. Ach, knapp daneben. Du hast es geschafft. Der wird keine Probleme mehr machen. Wir müssen das Gebiet sichern. Das Dominion soll nicht seinen Willen bekommen. Falls man sich jetzt fragt, warum ich die ganzen Drops nicht einsammle, ich habe schon massenweise Ressourcen und die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch ein halbwegs taugliches, episches Objekt bekomme, ist eigentlich schon jenseits von alle möglichen, und weil es mir zu doof ist, die Sache immer zerlegen zu müssen, versuche ich das zu vermeiden, um mir ein bisschen Arbeit zu ersparen. Ja. Das Spiel ist nicht perfekt, trifft nicht immer. So. Das nenne ich mal gute Arbeit. Ich liebe es, wenn sich die Dinge zum Guten. Zwar kriegen wir hier noch immer Ressourcen und generell Belohnung für das Beenden der Weltereignisse, aber Experience Points wird es keine mehr dafür geben. Nach dem dritten ist Maximum dafür erreicht. Eigentlich würde ich jetzt gerne noch die dritte Fraktion demonstrieren. Das ist aber nicht unbedingt der richtige Ort. Die tummeln sich normalerweise woanders. Ich werde jetzt also einfach mal Schnellreise machen. Bitte um Entschuldigung für die Wartezeit in dem kurzen Ladebildschirm. Wir gehen einfach mal schön in den Osten, wo sich die dritte Fraktion, die hatten Skar, tummeln. Skar sind wohl Außerirdische und eigentlich glitzkleine Insekten, die sich in größere Gebilde zusammenformieren. Hintergrundtechnisch heißt es, die ersten Skar, die man gesehen hat, waren gigantische Kreaturen. Allerdings Lancer sind gigantische Kreaturen gewöhnt und konnten so die ersten Skar. Bitte sucht nach uns. Wir sollten das untersuchen, und zwar schnell. Relativ einfach ausmerzen, und nachdem die Skar das gemerkt hatten, haben die sich tatsächlich eher in humanoide Formen begeben. Der Läufer ist in schlechtem Zustand. Gesetzlose haben ihre Chance genutzt. Ich höre da was. Da drin sind noch Passagiere. Die müssen sich im Frachtraum befinden.
Tja, dann machen wir mal auf. Hallo? Die Energie für Tür und Notsysteme ist ausgefallen. Könnt ihr von draußen einen Neustart machen? Ja. Die Notfallbatterien des Läufers könnten im Wrack sein. Dann dünnen erstmal hier die Gegenwehr ein bisschen aus. So. Wenn man so Sachen eingesammelt hat, man kann es hier am Rücken sehen, dieser Kasten, wovor meine zweite Waffe war, bin ich nicht mehr fähig zu fliegen. Schweben geht noch, aber das war es auch schon. Batterie läuft. Wir müssen die Energiezufuhr zurücksetzen. Bewegungsfähigkeit wiederhergestellt. Zumindest für mich selbst. Ein Ziel weniger. Das wird nicht leicht. Ah, das war zu kurz. Da habe ich schlecht gemacht. Na, das war ein Meisterwerk-Drop. Tada! Das ist sehr schön. So, Klappe aufmachen. Und hinein. Energie ist wiederhergestellt. Gut, geht zur Sicherheitsverriegelung. Sie haben Verstärkung geschickt. Noch sind wir nicht fertig. Wir müssen die restliche Bedrohung ausschalten. Ach, fast. Und ich dachte, ich könnte jetzt angeben, weil ich ein fliegendes Ziel mit der Granate erwische. Da war er kaputt, bevor ich es realisiert hatte. Ich wollte immer. Jetzt ist die Gegend wieder sicherer. Die Tür sollte jetzt Energie haben. Versuchen wir es mal. Glück, Freelancer. Das war kein gutes Angebot. So, aber hier kommen wir definitiv ins Scar-Territorium. Normalerweise kann ich mich fast gar nicht retten im freien Spiel. So, hier unten. Das ist eigentlich eine Menschenstruktur, aber die Herrschaften Scar haben sich so breit gemacht, dass jetzt hier kein Mensch mehr sicher sein kann. Dankeschön. Scar haben tatsächlich die Fähigkeit von Technologie, aber wenn man sich das mal so anguckt, wie es hier aussieht. Hat die Sichtung eines Skorpedon-Nests in dieser Richtung gemeldet. Du musst das Nest beseitigen. Scar gelten als Plünderer und Bastler, die sich irgendwie technologisch durch die Gegend fummeln. Es gibt allerdings auch Scar, die werden, also wie gesagt, das sind ja eigentlich Gruppen von Insekten, die eine Art Kolonie bilden, die eigenständig dann unterwegs ist. Es gibt einige, die werden tatsächlich so stark, dass die ein Bewusstsein entwickeln. Hier hätten wir so einen Nahkämpfer gehabt. Darauf wieder weg. Ein Bewusstsein entwickeln und sollten Eskari werden, die dann auch fähig sind, perfide Pläne zu schmieden. So, fett. Gut. Sichern,
Sie nehmen die Beine in die Hand. Für eine Weile wird es hier etwas sicherer sein. Na, es war schon ein bisschen besser, als wenn zumindest nice auf das Ember mit dabei ist. Aber die Skorpione haben die Scar vertrieben. Gehen wir mal hier hin. Scar! Sehr lustig bei Scar ist, wenn man da einen Kopfschuss schafft, dann geht der Helm fliegen. Und hier hätten wir wieder so ein Tor, durch das Ska transportiert werden. Ich hoffe jetzt eigentlich, dass mal einer von den interessanten... Ah, hier hätten wir beispielsweise einen Ska-Zerstörer. Mit Zielsuche und... Ja, Hüpfminen. Haben auch Scharfschützen, das ist vielleicht gerade eben aufgefallen, dieser rote Strahl, da oben steht einer. Die fand ich mal unglaublich nervig. Aber inzwischen, wo ist er denn hin? Aber inzwischen sind die Minenleger deutlich schneller liegen und egal wo du bist, das verfolgt dich und es hindert dich daran, in Deckung zu warten, es hindert dich daran, dich dein Schild aufzuladen, das ist unglaublich nervig. So, hier hätten wir einen Ska-Vollstrecker. Flammenwaffe, die entweder so benutzt werden kann oder halt als Art Flammenmörser. Ein riesiges Schild. Schützt aber trotzdem nicht davor, dass ich den Brandeffekt draufsetzen kann. Mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass diese großen Dänen sind und dass Ska ja Mimikry betreiben und kopieren, was sie für effizient halten. Ist das nur logisch. Einen haben wir noch. Okay, komm. Ist der Tank am der Seite der Waffe oder am hinteren Rücken? Deswegen lohnt es sich, die sind nämlich immer anfällig gegen Eis, einzufrieren und dann einfach von hinten zu behaken. Hab jetzt kein Eis dabei, also muss das etwas komplizierter geschehen. Beschwer dich nur, für dich ist es vorbei. Tja, und ich denke, damit können wir eigentlich die Gameplay-Demo auch fürs Erste beenden. Wir haben verschiedenste Sachen gesehen. Und ich denke, da sollte ein relativ guter Eindruck entstanden sein, wie das Kampf- und Bewegungssystem aussieht. Vielleicht mache ich nochmal Videos für Instanzen, einfach nur zum Spaß und der Freude. Aber das wird dann die Zukunft zeigen. Ich bedanke für die Aufmerksamkeit. Hoffe, war ein kleines bisschen Spaß. War vielleicht auch ein bisschen erhellend. Und wünsche das Allerbeste. Beste Grüße. Ciao.